Gut. So, ich denke mal, das war's, oder? Jo. Und 97 Ringe. Das heißt, das Bonuslevel ist meins. Wen interessieren eigentlich diese Punkte? Ich verstehe es nicht. So. Versuch mal wirklich jeden einzelnen kleinen Ring einzusammeln. Hey. Ach, diese Bamba sind unterschiedlich stark, oder was? So. Ziemlich schwierig, die Ringe einzusammeln. Ach, ich sammle doch nicht jeden ein. Ich versammle einfach so viel wie möglich ein. Nebenbei, falls irgendeiner, der dieses Video guckt, weiß, was es mit diesen Kristallen in diesem Spiel auf sich hat, dann ist ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, jetzt wird die Zeit aber langsam knapp. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Schade. Aber das Continue habe ich gekriegt, oder? Oder was soll das dazu schaffen, das Level? Robotnik. Ja, mal sehen, was er diesmal auf Lager hat. Ich meine mich übrigens gerade zu erinnern, ich glaube, in jedem Robotnik-Level gibt es irgendwo noch ein Leben abzusahen. Hm. Ah, ich glaube, in diesem war es sogar... Autsch. Das kam verbreitet. Mir ist, glaube ich, gerade wieder eingefallen, wo das Leben hier ist. Nämlich genau hier. Mensch, ist beeindruckend, was man alles noch weiß. Das ist ewig her, seit ich es gespielt habe. Das kann ich euch versichern. Hm. Was sagte ich noch von wegen Schwierigkeitsgrad? Mal sehen. Ah, schade. Man kann es nur einmal einsammeln. So, diesmal kriege ich ihn. Zack und schnell weg. Oh. Ziemlich gefährlich das Ganze. Zack. Oh, der ist schon schwieriger als der erste. Warum ist er jetzt nicht gesprungen? Also noch ein Versuch. Ich habe ja noch 5 Leben. So. Immer das gleiche Schema. Einen mitgeben und abhauen. Ich frag mich, wie viel Treffer dieser Typ diesmal braucht. So. Und der letzte Treffer, oder? Noch nicht? Jetzt aber. Immer noch nicht. Meine Güte. Es war alles ziemlich... monoton hier sozusagen, also man muss immer dasselbe machen, aber wenn man einmal einen Fehler macht, ist man gleich raus. Das ist das Gemeine daran. Jetzt haben wir ihn. Los, verzieh dich wieder, Feigenuss. Yay, jetzt haben wir die Tiere wieder befreit. So, das war die zweite Welt, der zweite Akt von Sonic und auch der zweite Teil meines Let's Plays. Bis zum nächsten Mal.